Aber das ist Quatsch. Er hätte das sowieso von Ostankovic erfahren irgendwann, dass er Fotos aus der Kamera hat, nehme ich an. Ja, Durand, brauchen Sie irgendetwas? Ich weiß nicht. Ich habe leider eben deinen Kommentar nicht richtig zugehört. Deswegen bin ich noch mal selber hergekommen. Oh, scheiße. Brauchen Sie etwas? Brauche ich was? Ich brauche immer irgendwas. Ich möchte wegen gestern Abend etwas mit Ihnen besprechen. Wenn Sie dabei das Wort Mönch auslassen können, nur zu. Wir müssen bei Interpol eine Datenbankabfrage beantragen nach Spezialisten für die Malerei des 18. und 19. Jahrhunderts. Sind Sie verrückt geworden? Die ganze Sache muss streng geheim bleiben. Aber es ist sehr wichtig. Ich entscheide hier, was wichtig ist, Durand. Warum glauben Sie wohl, habe ich mich an Sie gewandt? Sie haben Ihre eigenen Quellen, also nutzen Sie sie auch. Aber Sie nehmen ja keinen meiner Ratschläge an. Wenn das alles war, können Sie jetzt gehen. Sie haben noch Arbeit zu erledigen. Ja, aber ich danke dir, mein Freund. Ich danke dir. Mann, wir haben doch die E-Mail geschickt. Wegen dem Dingens, ne? Hier, wir gehen mal zur Tante. Da hat doch bestimmt jetzt Junger einer... Junger Mann, wären Sie wohl so nett und bringen mir meinen Becher mit Kaffee? Er steht irgendwo auf der Arbeitsfläche in der Küche. Ja, mach ich. Aber du hättest auch André fragen können. Der steht nämlich die ganze Zeit hier rum. Der hätte dir bestimmt den Kaffee gebracht. Kaffee, Samovar. Ist hier noch irgendwas? Ich frag jetzt nur, weil Küchenschränke... Aha, okay. In dem Schrank ist nur Geschirr. Er macht hier die Türen auf. Schublade. Ganz normales Besteck, nichts Besonderes. Okay, haben wir hier noch irgendwas? Nein, nicht das Inventar. Das ist dieses Samovar. Ein Samovar. Komisches Ding. Ist vielleicht eine Bildungslücke, aber ich mag Teebeutel und Wasserkessel einfach lieber. Okay. Ja, jetzt konnte ich die Schubladen aufmachen und es war gar nichts drin. Das finde ich aber komisch. Klavier. Ein altes Klavier. Von Musik verstehe ich nicht viel. Ich höre gern welche, aber das ist dann auch schon alles. Ach, das hatte ich mir ja mit Lara angeguckt. Nicht mit ihm. Ach, guck mal. Notizbuch. Das muss Laras Notizbuch sein. Oh, schön, dass du das jetzt findest. Na, Lara wird es wohl kaum vermissen und ich kann es sicherlich gebrauchen. Ja, stell du dich mal direkt da vor die Teetasse, mein Freund. Oder Kaffeetasse. Notizen. Ein Notizbuch. Es gehört Lara oder ihrer Tante. Eben gehört es noch Lara, okay. Hat sie uns hier irgendwas hinterlassen? Nö. Nö, nicht wirklich, ne? Na okay, aber wir haben es auf jeden Fall schon mal eingesteckt. André, du müsstest dich hier mal verflüchtigen. Ich soll der Dame ihren Kaffee bringen. Jetzt steht er hier rum. Wir stecken echt in der Klemme. Danke, dass du mir das gesagt hast. Das wäre mir fast entgangen. Was sollen wir jetzt machen? Und versuch jetzt nicht, mich wieder nach Hause zu schicken. Zu zweit haben wir nun mal definitiv die besseren Chancen. Das ist dir ja wohl klar, oder? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich, glaube ich, bist du mir ein Klotz am Bein. André, sei jetzt bitte nicht beleidigt, aber ich fände es besser, wenn du nach Frankreich zurückfliegen würdest. Diese ganze Sache, es reicht, dass ich darin verwickelt bin. Tut mir leid, dass du das so siehst. Besonders, weil ich dich da enttäuschen muss. Ich gehe ganz sicher nirgendwo hin. Ich werde dir helfen, ob du nun willst oder nicht. Auf geht's! Jawohl, geh mal da weg. Schön, dass der uns hilft, ey. Der hat noch gar nichts gemacht. So, Kaffeebecher. Der gehört Laras Tante. Sie hat wohl ihren Kaffee hier vergessen. Ja, und André war zu faul, ihr den zu bringen. Nimm den mal. Und ich darf nicht vergessen, am Computer nach der E-Mail gucken. So, dann geh mal da rein. Guck mal hier, Tantchen. Ich hab deinen Kaffee. Ich würde gern die letzte Karte umdrehen. Vielen Dank. Es ist schön, einen Gast hier zu haben. Lara besucht mich nicht sehr oft. Sie hat wohl sehr viel zu tun in Frankreich. Ich habe eine Mail erhalten.
Wenn ich einen Augenblick Zeit habe, sollte ich sie lesen. Wie gut, dass Laras Tante noch den PC hat. Ja, wo eigentlich noch ungeklärt ist, warum sie den überhaupt hat. Ich höre ihr einfach nicht mehr zu. Mit ihrem Unsinn jagt sie... Achso, okay. Aber sie hat ihren Kaffee. Na gut, dann gehen wir an den Computer. Ja, schön, dass die alle hier per E-Mail benachrichtigt werden, ey. Na, André, volle Socke. So, wollen wir doch mal gucken hier. E-Mail lesen. Spurensuche. Das wird Lara sicher sehr interessieren. Ich sollte ihr gleich schreiben. Ja, jetzt lass mich da erstmal lesen, bitte. Okay, aber danach sind wir wirklich quitt. Ich habe gehört, für wen du jetzt arbeitest. Also kontaktiere mich bloß nie wieder. Was das hypothetische Gemälde betrifft, wenn es wirklich wertvoll ist, dann will sich der Käufer auf jeden Fall die Echtheit bestätigen lassen. Richtig reiche Käufer beauftragen damit einen ehemaligen Fälscher. Das Einzige, was ich über den Kerl weiß, ist, dass er die Büchse der Pandora als Signatur benutzt. Melvin. Hallo, Melvin. Erinnerst du dich daran, dass du... Ach so, Melvin, genau. Und jetzt hat er die E-Mail hier eingefügt. Ich verstehe. Hallo, Melvin. Erinnerst du dich daran, dass du mal sagtest, du schuldest mir noch einen Gefallen? Nun, jetzt könnte ich deine Hilfe gebrauchen. Stell dir einfach mal die folgende... Ach so, nein, das ist ja meine E-Mail. Ach man, okay. Er hat da drüber geschrieben. Ja... Richtig reiche Käufer beauftragen damit einen ehemaligen Fälscher. Das Einzige, was ich über den Kerl weiß, ist, dass er die Büchse der Pandora als Signatur benutzt. Okay. Und dann wollte ich eine E-Mail schreiben an Lara. Gemäldediebstahl. Hallo Lara, ich habe da eine heiße Spur. Wer auch immer das Original kauft, will die Echtheit bestätigt haben. Es gibt einen Typen, der das ohne viel zu fragen für die Käufer übernimmt. Leider weiß ich nur, dass er statt einer Signatur die Büchse der Pandora als Zeichen benutzt. Versuch mal bitte, was darüber herauszufinden. Dabei brauche ich jetzt wirklich deine Hilfe, Max. Okay, jetzt rappelt hier alles. Ostankovic, was will der denn jetzt schon wieder? Ja, das werden wir sehen, wenn wir dran gehen. Wir haben den Wachmann hier. Jetzt sitzt er hinter Schloss und Riegel, wie es sich gehört. Haben Sie sonst noch Neuigkeiten? Kommen Sie umgehend in mein Büro. Wir werden das alles hier besprechen. Was mich interessieren würde, wäre, was passiert, wenn ich hier unten nicht schnell genug eine Auswahl treffe. ob das Spiel das dann automatisch macht, oder? Aber ich will es auch nicht unbedingt ausprobieren. Okay. Puh, dann gehen wir jetzt zurück zur Miliz. Da scheint es ja ohne Ende Neuigkeiten zu geben. Immer noch mal gucken, ob hier nicht irgendwo auf einmal irgendwas auftaucht. Man weiß es ja nicht. Okay, geh mal rein. Ja, mein Freund, dann was hast du denn? Sprich los. Ah gut, da sind sie ja. Ich habe den Wachmann herbringen lassen, aber es gibt ein Problem. Ich kann ihn nicht verhören. Sie können ihn nicht verhören lassen? Wieso nicht? Das ist doch ganz offensichtlich, oder? Niemand in der Abteilung darf davon erfahren. Es würde einen Skandal geben, wenn etwas davon an die Presse durchsickerte. Ich kann den Wachmann nicht einfach fragen, ob er etwas gestohlen hat, warum er das Gemälde beschädigt hat oder wer die Sicherheitsvorkehrungen abgeschaltet hat. Dann muss ich also Ihre Theorie akzeptieren, dass irgendwelche verdammten Mönche direkt vor unserer Nase wertvolle Gemälde aus dem Museum gestohlen haben. Dann führen Sie das Verhör doch selbst und ganz allein mit ihm. Es braucht ja sonst niemand zuzuhören. Hier in Russland gibt es gewisse Regeln. Und die wichtigste davon ist, dass jedes Verhör aufgezeichnet werden muss. Wenn ich das Verhör alleine führen würde und es noch dazu keine Aufzeichnung gibt, dann würden Fragen gestellt werden. Es würde nicht sehr lange dauern und jemand von der Presse oder sogar von weiter oben würde seine Nase in die Angelegenheit hineinstecken. Nein, das kann ich nicht machen. Aber es gibt da einen Ausweg. Und der wäre? Wieso habe ich plötzlich das Gefühl, dass mir Ihre Antwort nicht gefällt und sie bestimmt etwas mit mir zu tun hat? Was auch immer zwischen einem Rechtsvertreter und seinem Mandanten besprochen wird, ist privat und darf nicht aufgezeichnet werden. Erzählen Sie ihm, Sie seien sein Pflichtverteidiger und finden Sie heraus, was er weiß.
Also ich verstehe ja, dass er ihn nicht verhören kann. Die Erklärung scheint mir einleuchtend zu sein. Aber entschuldige mal, er konnte ihn verhaften. Er sitzt jetzt irgendwo in Untersuchungshaft. Da fragt dann auch keiner nach, oder wie jetzt? Oder was? Das passt ja jetzt nicht so ganz zusammen, ne? Also gebe ich vor, sein Pflichtverteidiger zu sein. Niemand zeichnet die Unterhaltung auf und niemand außer mir und Ihnen erfährt je, was er sagt. Ihre rasche Auffassungsgabe versetzt mich manchmal wirklich in Erstaunen. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Fall, Herr Anwalt. Kriege ich auch ein Abschlussdiplom? Wirklich sehr witzig. Ich sorge dafür, dass Sie von jetzt an jederzeit Besuchsrecht haben bei dem Wachmann. Mir ist egal, wie Sie das anstellen, aber bringen Sie ihn dazu zu singen. Und da ich Ihnen nicht wirklich über den Weg traue, werde ich alles mit anhören, was gesprochen wird. Es gibt keine Techniker, keine Aufzeichnungen und keine Stenografen. Aber denken Sie immer daran, dass ich auf der anderen Seite der Tür stehe. Und ich bin ganz Ohr. Das finde ich übrigens gerade sehr angenehm, dass er da hinten steht und zuhört, denn das Problem könnte werden, egal was wir jetzt aus diesem Wachmann hier rauskriegen oder nicht, die Frage wäre ja gewesen, ob Ostankovic uns das dann überhaupt glaubt, ne? Aber wenn er das selber hört, dann ist ja gut. So, haben wir hier erstmal irgendwas, was ich, willst du dich nicht setzen, Max? Ne, willst du nicht, ne? Na gut, der Wachmann, der ist auch schon ganz nervös. Der Wachmann von der Eremitage. Er ist die einzige Verbindung zu dem, was da geschehen ist. Guten Morgen. Ich bin Ihr Pflichtverteidiger. Sie? Sie sind doch der Mann, der im Museum nach den Überwachungskameras gefragt hat. Mir können Sie nichts vormachen. Dann kommen wir doch gleich zur Sache. Ich habe nur vorgegeben, Ihr Anwalt zu sein, damit dieses Gespräch nicht aufgezeichnet werden muss. Ich muss etwas über das beschädigte Gemälde erfahren und was genau in der Nacht danach geschah. Wenn Sie mir sagen, was ich wissen muss, dann werde ich alles tun, um Sie hier herauszukriegen. Ich weiß aber nichts darüber. Ich bin nur zur Toilette gegangen und als ich zurückkam, hatte irgendein Vandale das Bild beschädigt. Wir haben Beweise dafür, dass Sie das Gemälde beschädigt haben. Was für Beweise sollen das denn sein? Die Aufzeichnungen der Kamera? Sieht man denn darauf, wie jemand das Gemälde beschädigt? Haben Sie darauf gesehen, wie ich das mache? Nein, das kann man darauf nicht erkennen. Dann können Sie mich damit auch wohl kaum belasten, oder? Lassen Sie mich ja in Ruhe. Ich will einen Anwalt, und zwar einen richtigen. Ich muss so schnell wie möglich wieder zu meiner Tochter zurück. Ja, das lief ja jetzt irgendwie nicht so gut, hör mal. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich habe nichts zu sagen. Mist. Das hätte man da vielleicht ein bisschen anders anfangen können, das Gespräch. Wieso erzählt er ihm nicht von den Zeitstempeln, dass es unmöglich war, dass er auf dem Klo war? Schiss. Der Wachmann von der Eremitage. Ja. Lassen Sie mich in... Hab ich denn... Ich kann ihm die Fotos zeigen. Moment. Haha. Hier, guck's dir an, mein Freund. Diese Fotos hier sind Beweisstücke. In meiner Tasche habe ich eine Menge anderer Dinge, die ich benutzen könnte. Was? Ich dachte, du zeigst ihm die Zeitstempel, du Keks. Zeitung? Normalerweise lese ich eine Zeitung, um mich über die neuesten Nachrichten zu informieren. Ja, und jetzt kannst du sie ihm um die Ohren hauen. Das Notizbuch. Ja, da stand aber nichts drin. Wenn ich ihm die Fotos nicht zeigen kann. Das sind Fotos von der Überwachungskamera aus der Eremitage. Ich weiß. Ja, das weiß ich, aber ich kann sie ihm ja nicht geben anscheinend. Will ich nicht? Wirklich nicht? Hier. Diese Fotos hier. Ach Mist. Dann gehe ich erstmal hier raus, oder? Ach hier, Zellentrakt. Okay, Miliz. Der Zellentrakt ist woanders. Ist nicht bei der Miliz. Na gut. Er ist jetzt auch schon wieder hier. Das hast du aber nicht richtig probiert, finde ich. Ja, Durand? Ja. Brauchen Sie irgendetwas? Ja, Durand hat's vermasselt. Das hätte man anders anfangen müssen. Warum sind Sie denn immer noch hier? Ja, du bist doch auch hier, hör mal. Ja. Finden Sie diese ganze Sache mit dem Wachmann nicht ein wenig lächerlich? Und wie lächerlich werden Sie die Gefängniszelle finden, in der Sie enden, wenn Sie sich meinen Anweisungen widersetzen? Das wäre alles. Mist, nein. Warum sind Sie denn immer noch hier? Weil ich jetzt das hier noch ausprobieren will.
Wir haben eine Spur. Ich habe einen Experten ausfindig gemacht, der uns helfen könnte, einen potenziellen Käufer für das gestohlene Gemälde zu finden. Hervorragend! Das war schnelle Arbeit. Wie ist der Name dieses Spezialisten und wo ist er zu finden? Die Sache hat leider einen Haken. Ich konnte nur seinen Spitznamen herausfinden. Ich verlange Resultate, Durand. Haben Sie mich verstanden? Kommen Sie nur wieder, wenn Sie etwas Konkretes in der Hand haben. Das wäre alles. Nee, noch nicht. Warum sind Sie denn immer noch hier? Jetzt probiere ich das hier auch noch aus. Es gefällt mir ganz und gar nicht, in was Sie mich da hineindrängen, Oberst. Überlegen Sie es sich gut, bevor Sie mir widersprechen, Durand. Es könnte Ihnen sonst noch sehr, sehr leid tun. Das wäre alles. Mist. Also hier komme ich nicht weiter. Aber von dem Wachmann kriege ich ja jetzt auch nichts mehr raus. Dann nochmal gucken. Ach, jetzt beginnt er das Gespräch jetzt nochmal? Der Wachmann von der Eremit. Ja. Lassen Sie mich in Ruhe. Ja. Ich habe nichts zu sagen. Also, da komme ich irgendwie so nicht weiter. Die Bilder nimmt er nicht. Die Zeitung wollte er auch nicht. Und jetzt ist die Frage. Mist. Gute Frage, nächste Frage. Da komme ich nicht weiter und da komme ich nicht weiter. Kann ich denn... ich gehe mal zurück zur Tante. Aber wenn am Computer was wäre, dann würde er über sein Handy Bescheid bekommen, ne? Apropos Handy... Kann ich denn einfach die Lara... Ich glaube, im Moment müssen wir nicht reden. Och, warum denn nicht? Komm, ruf doch mal an. Ich glaube, im Moment... Ach, Spielverderber. Echt? Wen hatte ich hier noch? Frankreich. Da wollte er nicht anrufen, ne? Computer. Sonst frage ich gleich mal André, was der sozusagen hat. Aber hier ist ja auch nichts mehr. Lesen, schreiben. Ja... Das hilft mir nicht. Und bei dir? Wie läuft es denn? Hast du etwas Neues herausgefunden? Hier ist ja wirklich unheimlich viel passiert in der Zwischenzeit. Was ist denn los? Bist du sauer? Naja, ich bin nicht gerade sauer, aber begeistert nun auch wieder nicht. Du bist dauernd unterwegs und lässt mich einfach hier. Wie soll ich dir denn da helfen? Ja, gar nicht. Habe ich dir ja gesagt. Hör mal zu, André. Verdammt nochmal, das ist hier kein Kinderspiel und auch kein Fernsehkrimi. Hier geht es um richtig echte Verbrechen und ich könnte auch im richtig echten Knast landen. Ich bin ja wirklich froh, dass du da bist, aber es ist meine Entscheidung, ob ich dich irgendwohin mitnehme. Und wenn du nur ein Fünkchen Verstand besitzt, dann siehst du das auch ein. Oder soll ich ihn mal... Moment, ich gehe noch mal ganz kurz zur Tante. Vielleicht hat die noch was Gescheites. Vielleicht kann ich jetzt mal eine Karte umdrehen. Aber wahrscheinlich kriege ich die erst zum Ende. Ich kann gar nicht mit ihr reden. Das ist ja doof. Kann gar nicht mit ihr sprechen, okay. Hat mir nichts mehr zu sagen. Das ist nicht besonders viel. Dann spreche ich jetzt André nochmal an. Hör mal zu, André, ich... In Ordnung. Offensichtlich bist du ziemlich genervt, also streiten wir besser nicht mehr darüber. Er will ja gar nicht. Hör mal zu, André, Mist. Ich... Ach, jetzt wollte ich ihm doch sagen, ja klar, du kannst mitkommen. Oh Mann, ey. Dann gehe ich zum Museum. Dass das Gespräch mit dem Wachmann so blöde gelaufen ist... Was hältst du von Katharinas Idee? Das ist natürlich dumm. Für die neue Ausstellung, meinst du? Ja. Oh. Ach, guck mal. Hier ist ein neuer Wachmann. Da ist ja ein neuer Wachmann. Das Leben in der Eremitage geht wohl wieder seinen gewohnten Gang. Naja, das Leben muss weitergehen, ne? Guten Morgen. Brauchen Sie Hilfe, mein Herr? Ja. Guten Morgen. Ihr Kollege, der vor Ihnen hier war... Sie meinen sicher Ilya Fedorov. Er ist zurzeit leider nicht hier, aber er wird sicher bald wieder zurück sein. Wieso? Was ist denn geschehen? Er musste dringend weg. Er hat einen Anruf von einem Doktor gekriegt. Der arme Kerl. Sicher hat seine kleine Tochter wieder Probleme. Seine Tochter hat Probleme? Sein kleines Mädchen ist schwer krank, das arme Ding. Er dachte, es sei besser, sie bei seiner Mutter unterzubringen.
So ist wenigstens immer jemand für sie da. Und wo wohnt seine Mutter? Die alte Fedorova? Am Makarov-Damm. Da ist eine Diskothek in der Nähe. Das kann man gar nicht verfehlen. Jedes Mal, wenn sie Ilja besucht, beklagt sie sich darüber. Aber wer sind sie eigentlich? Warum fragen sie? Nur ein Bekannter. Auf Wiedersehen. Aha. Er war aber sehr gesprächig einmal. Ja, kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Nun ja, nicht wirklich, danke. Ich schaue mich erst einmal um und komme später noch einmal wieder. Ah, okay. Da war er jetzt aber echt sprachlos, ne? Okay, jetzt wissen wir, wo die Tochter vom Wachmann ist. Okay, was bringt mir das? Das ist die nächste Frage. Kannst du denn nicht an etwas anderes? Mit euch? Kann ich mit euch jetzt reden? Ich werde ihr Gespräch... Nein. Okay, gucken wir... Was? Zur Treppe? Was für eine Treppe? Ach, die Treppe. Nee, stopp. Ich will in die Halle. Hier, Korridor. Da wollte ich rein. Ist überhaupt kein Schwein mehr hier. Okay, aber das nutzt mir gerade auch herzlich wenig. Okay. Lass uns mal hier abhauen. Gehen wir nochmal hier raus in den Hof. Und dann werde ich jetzt mal gucken, ob sich an der Karte in St. Petersburg... Oh, Telefon. Gut, dann werde ich doch nicht gucken. Ich habe eine Mail erhalten. Wenn ich einen Augenblick Zeit habe, sollte ich sie lesen. Wie gut, dass Laras Tante noch den PC hat. Aha. Ja, wunderbar. Damit ist meine Frage ja mehr oder weniger beantwortet. Ich wollte eigentlich sagen, ich will gucken auf der Karte, ob sich da noch ein Ort aufgetan hat. Aber dann müssen wir wahrscheinlich erstmal wieder zur Tante zurück und das machen wir in der nächsten Folge, ihr Lieben. Und bis dahin, eure Trin.